Hi, mein Name ist Kerstin Blodig. Ich möchte euch heute einladen zu einer kleinen Dehnungssequenz, die wunderbar für meinen Rücken ist. Und wir fangen gleich an. Wir legen uns auf den Rücken, brauchen ein bisschen Platz. Wir nehmen das rechte Knie und stellen das Bein auf. Arme sind rechts und links gestreckt. Und wir fassen mit der linken Hand das rechte Knie und ziehen es nach links rüber. Der Blick geht in die rechte Hand. Und wir versuchen sowohl mit der Schulter auf den Boden zu legen, als auch das Knie links auf den Boden zu legen. Am Anfang ist es ein bisschen sperrig, aber irgendwann dehnen sich die Muskeln und die Faszien so, dass wir immer weiter in diese Dehnung kommen. Wir atmen ruhig hier in den unteren Rücken und lassen die Spannung im Rücken empor einfach los. Wir können auch mal versuchen, von der anderen Seite nochmal in die Dehnung zu kommen. Das heißt, wir gehen 5 cm nach oben, legen die Schulter vollständig ab und drücken nochmal extrem mit der linken Hand das rechte Knie zum Boden. Noch 2 Atemzüge. Dann lösen wir das Ganze langsam auf, stellen das Bein auf, das andere Bein, wackeln uns ein bisschen mit dem Becken durch, strecken das rechte Bein aus, nehmen uns mit der rechten Hand das linke Knie und ziehen es auf die rechte Seite. Der linke Arm streckt sich zur Seite. Und der Kopf guckt in die linke Hand. Und wir machen das jetzt so wie auf der anderen Seite. Das heißt, wir gehen kurz aus der Dehnung raus, ungefähr 5 cm nach oben. Und gehen von der anderen Seite in die Dehnung. Das heißt, die Schulter geht zuerst auf den Boden. Dann fassen wir nochmal nach mit der Hand und drücken das linke Bein zum Boden. Und versuchen in die linke Flanke hier unten reinzuatmen. Tiefe Atemzüge und dann lösen wir das langsam wieder auf. Beide Beine stellen sich auf. Wir wackeln das Becken mal zurecht, wackeln es mal ein bisschen durch, nehmen es mal kurz ein bisschen hoch und kommen über die Seite zum Stehen. So, wir stehen mit den Füßen parallel und machen einen großen Schritt nach vorne. Beide Füße sind parallel. Der Bauch ist eingezogen, die Hüfte ist ein bisschen nach vorne gekippt. Der Hacken links geht nach oben.
Und wenn das nicht reicht, können wir diesen Schritt gerne noch ein bisschen vergrößern. Wir können auch gerne mit den Händen balancieren. Das ist ein bisschen wackelig. Und wir merken, wie es hier schön im linken Hüftbeuge zieht. Wir gehen noch ein bisschen mehr in die Dehnung, indem wir runter ins Knie weitergehen. Und ihr solltet jetzt eine schöne, angenehme Dehnung im Hüftbeuge, in der Leiste links spüren. Immer darauf achten, dass die Hüfte vorne ist, dass der Körper genau gerade zwischen den Beinen steht. Es ist, als hätten wir einen unsichtbaren Faden, der uns hier nach oben zieht. Der Hals ist schön lang. Und wir verweilen noch zwei Atemzüge in dieser Dehnung. Nehmen dann die Hände aufs Knie, drücken uns nach oben und nehmen die andere Seite. Nochmal einen großen Schritt nach vorne mit dem anderen Fuß. Sorry, der andere Fuß ist dieser hier. Wir richten uns erstmal aus, können gerne balancieren, damit wir nicht umfallen. Der Bauch ist eingezogen, die Hüfte ist nach vorne gedrückt. Und wir können gerne den Schritt noch ein bisschen weitermachen. Und jetzt merken wir die Dehnung hier im rechten Hüftbeuger. Und wir gehen noch ein bisschen mehr in die Knie, so dass wir die Dehnung verstärken. Ist schon ganz schön anstrengend, aber soll es auch. Ihr könnt das auch ohne Hände machen. Ihr könnt euch auch irgendwo an die Wand, an der Wand festhalten. Hauptsache, dass es hier schön dehnt. Der Kopf ist nach oben gezogen, wie von einem unsichtbaren Faden von der Scheitelkrone hier an die Decke gezogen. Der Hals ist schön lang. Der Bauch ist eingezogen. Die Hüftbeinhöcke sind zusammen. Super. Wir lösen das auf, gehen mit beiden Händen ans Knie und kommen wieder zur Mitte. Die letzte kleine Dehnung. Wir stehen genau mit den Füßen unter den Hüften, unter der Schulter. Der Bauch ist leicht eingezogen. Wir können uns vorstellen, dass die Knie sich nach außen etwas drehen. Und was passiert? Die beiden Hüftbeinhöcker kommen zusammen. Der Hals ist schön lang, der Kiefer ist entspannt. Wir nehmen mal beide Arme nach oben und ziehen uns mal nach oben zur Decke, mal die eine Seite, die andere Seite. Kommen mit den Armen nach unten, mit dem Kopf nach unten. Und rollen uns ganz langsam in Richtung Boden. Erst die Lendenwirbelsäule, die Brustwirbelsäule, die Halswirbelsäule. Und lassen uns mal aushängen. Der Kopf ist locker, die Schultern sind locker. Die Beine sind leicht durchlässig, also nicht durchgedrückt, sondern leicht durchlässig. Und wir rollen uns so weit, wie es angenehm ist. Und merken, wie schön die Bänder hier im Rücken nachgeben und wie wir immer ein Stückchen weiter nach unten kommen. Und langsam, ganz langsam, lösen wir diese Dehnung wieder auf und kommen nach oben. Der Kopf hängt immer noch. Erst die Lendenwirbelsäule, dann die Brustwirbelsäule. Als letztes kommt der Kopf nach oben. Wir machen das gleich nochmal. Die Arme nach oben. Und lassen uns langsam nach unten absenken. Gehen vielleicht ein bisschen mehr in den Ausfallschritt. Also die Beine gehen ein bisschen mehr auseinander. Wir lassen uns nochmal hängen, der Kopf ist schön locker,
Die Schultern sind locker. Und merken, wie gemütlich, so langsam, wir mit den Händen fast bis auf den Boden kommen. Umgreifen mal das linke Bein. Ziehen die Nase ans linke Knie. Das linke Bein darf sich jetzt strecken. Und spüren die Dehnung an der Rückseite der Oberschenkel. Kommen wieder in die Mitte. Umfassen das linke Knie oder das linke Bein. Das linke Bein streckt sich und wir ziehen den Kopf an das linke Knie. Kommen wieder in die Mitte. Lassen uns nochmal aushängen und langsam Wirbel für Wirbel richten wir uns nach oben wieder auf. Der Kopf ist der letzte, der hochkommt. Genau. Wir schütteln mal kurz aus, drehen die Schulter nach hinten, drehen die Schulter nach vorne. Ziehen die Schultern mal zu den Ohren, ganz extrem, und lassen sie fallen. Genau. Die Beine sind immer noch ein Stückchen nach außen gedreht, die Knie zeigen nach außen, der Bauch ist eingezogen, der Nacken ist lang und der Faden zieht uns noch ein Stückchen weiter nach oben. Genau. Wir atmen ein über die Seite. Atmen aus. Das gleiche nochmal mit geschlossenen Augen. Und ein drittes Mal. Tschüss, Tag für mich. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.